Schönen guten Tag Internet und herzlich willkommen zu einem weiteren Loot Raider Unboxing. Für alle von euch, die Loot Raider noch nicht können, denen sei schnell erklärt. Dabei handelt es sich um einen Abo-Service, aber im Gegensatz zu Zeitschriften oder sonstigen Klüngel kriegt man hier immer abgefahrenes Nerdzeug, so aus dem Bereich Gaming, Science Fiction, Filme, was auch immer. Auf jeden Fall Sachen, die so in der Popkultur gerade angesagt sind. Heute ist das Paket deutlich größer als die letzten Male und ich hoffe natürlich, dass großes Paket auch große Freude bedeutet. Ob das tatsächlich so ist, das sehen wir jetzt sofort, weil wir gucken jetzt mal, was drin ist. Oh, ich sehe es schon. Ihr gleich auch. Das erste, was drin ist, finde ich unglaublich cool. Es ist eine Worms-Figur. Ein Worms-Kuscheltier. Mal grad gucken, ob die noch irgendwas Besonderes kann. Nö, steht nichts drauf. Ist einfach ein Kuschelwurm. Und ich finde den sehr, sehr cool, weil ich habe Worms auch immer gerne gespielt. Okay, eigentlich, wenn man einen Teil davon hat, braucht man keine anderen mehr. Aber geiles Spiel und sehr lustige Figur. Ist auch unten so ein bisschen mit schwerem Zeug gefüllt, so dass der Kollege gut alleine stehen kann. Das dürfte also der Grund gewesen sein, warum das ganze Ding so groß ist. Gucken wir, was es als nächstes gibt. Und das ist das T-Shirt. Und das Zeichen sagt es mir, wenn ich mich nicht total irre, doch es sollte ein Castle Wolfenstein T-Shirt sein. So sieht das ganze Ding aus. Gucken, ob auf der Rückseite was steht. Nee, einfach grau und mit dem Wolfenstein-Logo. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Kleinkram. Was das hier ist, ich bin mir nicht sicher. Gleich wissen wir es. Sieht aus wie eine Art Tasche oder sowas. Na! Ist es eine Unterbuchse? Ich habe immer noch keine Ahnung, was es sein kann. What the hell? Steht auch nichts drauf. Ah. So, gucken wir uns noch mal an. Es ist dehnbarer Stoff. Und es ist irgendein Zeichen drauf. Ja, peinlich. Ich weiß nicht, was dieses Zeichen aussagen soll. Ah, es ist was. Ich habe es nur am Logo erkannt. Es ist irgendwas aus Watch Dogs. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es so ein Windschutz ist, den man sich im Winter vors Gesicht ziehen kann. Vielleicht auch zum Motorradfahren. Keinen Plan. Ich fahre kein Motorrad. Und als nächstes haben wir hier. Oh, ausgezeichnet. Eine Halo 4 Schlüsselanhänger. Und da ich großer Halo-Fan bin, wunderbar, habe ich Bock drauf, nehme ich. Noch zwei Sachen gibt es zu gucken. Mal wieder eins von diesen komischen Wristbands hier, Armbändern aus Plastik. Was steht hier diesmal drauf? J-Blue irgendwas. Also das hier sagt mir tatsächlich jetzt gar nichts. Vielleicht sagt es euch was. Diese Gummiarmbänder finde ich immer persönlich ein bisschen schäbig. Brauche ich eigentlich für nichts. Und noch wunderschöner Metal Gear Solid Schmuck. Das war als letztes noch drin. Gut, dann von dieser Auswahl. Ich versuche ja immer zu raten, was das Motto der Box war, bevor ich den Zettel rausnehme. Ich würde mal behaupten, das Motto müsste irgendwie sowas gewesen sein wie, ja, Krieg werden sie es nicht genannt haben. Vielleicht irgendwie Competition oder Wettkampf, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, wo sich Leute mit Waffen fertig machen. Und jetzt wissen wir es gleich. Okay, das Motto war Laser, Rifles, Grenades. Ich war unglaublich nah dran. Wunderschön. Oh, ich sehe gerade hier auf dem Zettel, es hätte sogar noch das Superschaf als Plüschfigur gegeben. Naja, Pech gehabt. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, das soll es gewesen sein mit der diesmonatigen Loot Raiders Box. Ihr seht, Karton ist leer, nichts mehr drin. Wir haben alles gesehen.
Ich bin diesmal sehr, sehr zufrieden. Freue mich besonders über ihn hier. Definitiv das Coolste, was ich bisher in diesen Loot Raiders Boxen drin hatte. Kriegt auch einen Ehrenplatz. Guter Typ. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Anklicken, fürs Zugucken und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.